Willkommen zurück zu Adventure Time mit Dufter Typ. Juppidupidu. Weiter geht's. Ja, wir sind immer noch dabei, die Heizkerne zu sammeln. Da haben wir das letzte Mal aufgehört. Aber irgendwie sieht mir auch diese Umgebung hier gerade nicht sehr vertraut aus. Da drüben liegt wohl einer. Vielleicht. Ah ne, Blödsinn. Doch, naja. Wie dem auch sei, wir müssen mal ein bisschen gucken, wo wir hier jetzt genau entlang laufen müssen. Wo ist hier... Ah ne, von da sind wir gekommen. Sehe ich gerade. Genau. Der müssen wir die Dinger zurückbringen. Okay. Dann schauen wir doch mal, wo wir hier vielleicht den ersten coolen finden. Wir laufen jetzt hier einfach mal, keine Ahnung, da lang. Warum denn auch nicht? Wir haben Zeit, wir haben Spaß, wir haben alles. Kann man den Stein hier zerstören? Nein. Ah, na klar. Wir müssen hier natürlich mit Jake drüber. So, dann laufen wir weiter mit Jake. Da drüben ist auch schon eine Kugel. Vielleicht kommen wir da auch relativ flott dran. Ich spring mal wieder zurück auf Finn. Stufe 5, Stufe 7. Okay. Wir hauen die jetzt einfach platt. Wir versuchen es. So. Ah, er ist sowieso schon im Enrage und alle sind im Enrage. Außer Bimo, der ist fast kaputt. Na komm, probieren wir es einfach mal mit dem Eisschwert. Ja, lassen wir das. Wir lassen das. Wir tackern gleich mal die Ulti auf den guten Dude. Das ist auch schon viel besser. Und dann verreckt uns auch schon wieder Bimo. Ach, ich wollte es gerade sagen. Oder auch nicht. Aber doch, leider schon. So, auch Marceline darf nochmal ein bisschen mehr Action geben. Toll. Toll gemacht, Bimo. Ganz, ganz toll. Ich bin so stolz auf dich. Ich muss mal gucken. Gruppenheilung. Heilen, Zeit heilen, heilen, heilen. Gruppenheilen. Nein, wir müssen uns wiederbeleben. Genau. Bimo muss schnell wieder aufgetankt werden. Damit wir hier coolen Stuff machen können. Wir versuchen erstmal den Fetten zu hauen. So, jetzt haben wir hier 6 Punkte. 6 Punkte bedeutet Eis, Querschlag. Wir hacken auf ihn. Super effektiv. Genau so hätte ich es gerne. Und so darf es weiterlaufen. Ja, er macht miese Attacken auf Marceline. Er geht auf Parade. Halb so wild. Bimo macht einen Hard Dance. Yay! So habe ich das gern. Große Schläge. Ja, die Paradenummer war jetzt nicht so geil. Aber egal, wir müssen irgendwie durchkommen. Der muss als erstes drauf gehen. Der macht somit am meisten Schaden. Wenn er nicht gerade dabei ist, Bimo zu hacken. Ja, wie dem auch sei, nehmen wir mal lieber eine Gruppenheilung. Gruppenheilung, Gruppenheilung, Gruppenheilung. Was ist das? Eines selten. Ah, der kleine Apfel war's. Und Bimo macht hier die Dance Power. Der wird sich hier groß in seine Angriffe eh nicht. Sag ich ja. So, der hat noch 800. Egal, den Einschlag muss er geben. Bevor ich ihn hier nochmal mit der Eisklinge eine überbrate. Na toll. Aber ich glaube, jetzt sieht schon besser aus für uns. Bimo-Apps. Ja, komm. Machen wir hier dominieren.
Und hoffen, dass wir damit ordentlich Schaden reindrücken. Ja, das sieht gut aus. Ja, außer vom Finn. Noch mal eine Parade. Also der erste ist... Der zweite ist jetzt auch wäsch. Können wir hier mal die Flammenaxt rausholen. Dann kann man hier... Ja, totaler Blödsinn. Gegen Feuergegner mit einer Flammenaxt drauf zu hauen. Dann hier lieber... Komm, lassen wir es. Dann lasst man lieber mit einem einfachen Hit drauf. So. Geht doch. Ich hoffe, es gibt ordentlich Erfahrungspunkte. Ja, es gibt zumindest ordentlich Geld. 1930, das ist schon mal nicht verkehrt. Damit kann man schon mal ein bisschen was machen. So, da drüben war der... War das gute Ding. So, damit haben wir anscheinend den ersten von drei. Die Frage, da drüben haben wir den zweiten. Lass uns mal hier kurz die Map angucken. What's up? Wie wir da rüberkommen. Ah, hier wahrscheinlich... Hey. Nee. Oder doch, doch, doch. Doch, ein bisschen hüpfen. Und Jake. Fuck. Ich würde hier gerade nochmal rausspringen, um mich zu, meine Leute zu heilen. Aber okay. Mann. 5, 5, 5. Die halten zum Glück nicht ganz so viel aus. Dann hacken wir erstmal den hier, den ganz rechten platt. Immer erst auf rechts. Nochmal hier Gruppenheilung für alle. Oh, ja gut, kein Effekt auf Jake, ist aber auch kein Wunder, der hat ja bisher auch keinen Schaden bekommen. Ja, trotzdem mehr Äpfel für alle. Besser ist. Dadurch, dass wir eh nur Lebenspunkte durch Äpfel bekommen. Oder generell durch durch Items und uns nicht irgendwie anders heilen können, ist das gar nicht so verkehrt, wenn wir das so machen. So, das wollte ich nämlich. Ich wollte einen miesen großen Hit auf die beiden. So, mit ein bisschen Glück können wir dann nämlich nochmal ein bisschen mehr rauszimmern. Ja, 130 will auf Parade. Bimo darf seinen... Ah, keine Spezialangriffe von Bimo. Ich würde ganz gerne... Ich hätte natürlich Bimo Energie laden können. Ich glaube, das wäre noch einiges cooler gewesen. Weil dann hätten wir vielleicht mit Finn nochmal den zweiten Hieb. Ebenfalls. Ja. Kurz auf die Lebenspunkte gucken. Ne, die Lebenspunkte sind gut. Na ja, komm, dann hacken wir da einfach mal so drauf. Bam. Erster ist weg. Die machen schon nicht wenig Schaden, muss man echt gestehen. Toll. Schön, dass du sich nicht, uns nicht selber... Was bringt jetzt Energie? Oh, fuck it. Das wäre so gut gewesen. Bimo kann so... Ein geilen Stuff machen, sehe ich hier gerade. So, Twister. Ja, komm, dann machen wir den hier. So, und Finn. Genau, und Finn gibt ihm jetzt einfach mal den Rest mit dem Froststurm. Ich hätte mal ein bisschen experimentieren sollen, weil Bimo ja doch gar nicht so miserabel ist, wenn man sich das so anguckt. Und wir haben hier ein paar Leute mit Level Up. Ordentlich Fettkohle gab es auch noch.
perfekt. So habe ich es gerne. Vor dem nächsten Kampf werde ich mich noch mal ein bisschen, werde ich mich aber noch mal ein bisschen schick machen, würde ich sagen. Ah, schaut mal da. Da ist eine Kiste. Da müssen wir noch mal ganz kurz mit Marceline ran. Bumm. Mal auf. Was bekommen wir? Spezielle Überladung. Okay, whatever. So, hier müssen wir jetzt drüber, eindeutig. Denn ich würde sagen, hier müssen wir auf jeden Fall Jake. Jake bringt uns darüber. Schnüpp. So, können auch gleich auf Jake bleiben, denn den brauchen wir gleich wieder. Und zwar hier. Der wird uns wahrscheinlich da hochbringen. Ja, genau. So. I think we should avoid the guards for now. Just leave it to me. We'll wait here. Hm. Sehr gut. Das ist wieder einer dieser Moves, bei denen wir mit Marceline wahrscheinlich sehr viel mehr erreichen können. Das bedeutet aber erstmal, wir werden uns zunächst einmal... Moment, ich will aber noch gar nicht mit Marceline hier durch. Na gut, komm, dann machen wir was. Okay, Sneak Action mit Marceline. Da. Vielleicht bringt das was? Oh, fuck. Nice Grafikbug. Aber okay. Sieht gut aus für uns. Auch hier kommen wir durch. Ja, komm schon. Komm. Bimo, was machst du da? What the? Bimo, was tust du da? Jetzt sag nicht, ich muss nochmal Bimo retten. So, kehrt zur Flammenprinzessin zurück. Ich würde ganz gerne... Gerne erstmal zu Bimo. Okay, welche Stufe haben die Dudes? 5 und 8 oder was? Hä? 5 und 7. Ja, komm, 5 und 7 kriegen wir doch wohl hin. So, vor allem, wenn Marceline hier sogar noch volle Lebenspunkte hat, dann hauen wir erstmal den Dude. Klar wäre es natürlich jetzt so massiv geiler, wenn wir Bimo noch dabei hätten, jetzt wo wir herausfinden können, dass er die Energie laden kann. Aber, oh fuck, findet er nur 280? Dann sollten wir vielleicht mal ganz, ganz schnell Finn heilen. Bevor wir hier weiter drauf hacken. Wie verfehlt. Kannst du springen, du? Schön erstmal auf beide. Weiß nicht, ob das so gut war, was ich gemacht habe. Gut, jetzt sind beide auf Parade. Alles klar. Ich bin glücklich. Ich bin alles zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. So, er ist gerade aus der Parade raus. Erstmal eine große Heilung für Finn. Und jetzt, wo wir Finn geheilt haben, darf er nicht den Siebener, sondern den, der aus der Parade raus ist, drücken. Genau deswegen. Aber den anderen Dude, den kriegen wir auch so noch platt. Nee. Oh, das war jetzt doof. You're fired!
Das war wirklich doof, aber egal. Wir können glücklicherweise ziemlich oft und ziemlich intensiv wiederbeleben. Und damit bekommst du sogar noch Finn Erfahrungspunkte. Glück gehabt. So, sehr gut. Nein! Aber Bimo, warum? Rockin'. Toll. Ganz toll. Ich bin richtig stolz auf dich, Bimo. Oh, weia. Okay, Finn geht's hier gerade gar nicht gut. Wir sollten... wir sollten uns hier nochmal alle heilen. Was ich jetzt natürlich hoffe, ist, dass wir hier nochmal demnächst an einem Laden vorbeikommen. Ach super, Bimo ist da vorne. Dann sind wir auch endlich wieder vollständig. Ich hatte schon büschel Sorge, dass wir ja Bimo verloren haben jetzt erstmal. Aber ausgezeichnet. Wir können jetzt erst einmal wieder Punkte verteilen. Und zwar gar nicht mal so wenig. Erstmal Life Points hoch. Genauigkeit hoch. Das auch noch. Jake darf auch gleich mitmachen. Obwohl erstmal lieber bei Bimo. Ist der eigentlich... Ja. Weil der braucht noch richtig dicke Erfahrung, Lebenspunkte. Tatsächlich, glaube ich, werde ich versuchen, dass Bimo gar nicht mehr so großartig viel angreift, sondern nur noch unsere, ja, hauptsächlich nur noch unseren Kleinkram macht, also die unsere Energie auffüllt. So. Schon besser. Aber jetzt, wo ich... Boah, dass ich das so übersehen musste. Hm. Mal schnell einen Kaffee nippen. So, wo bin ich denn jetzt hier? Ach Mensch, das war sogar so eine Art Abkürzung. Umso besser. Das heißt, wir sind hier direkt bei der Flammenprinzessin. Zumindest sollte die hier eigentlich ursprünglich mal stehen. Stand die nicht gerade eben noch hier? Achso, nee, Blödsinn. Zur Flammenprinzessin müssen wir. Das heißt, wir müssen zurück zu unserem Schiff. Wo war nochmal unser Schiff? Da unten war unser Schiff. Wait a moment. War Bimo schon richtig? Irgendwie war das hier gerade seltsam. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich war blöd. Ich habe nicht geschnallt, wo der gute Bimo jetzt eigentlich hin wollte. Denn... Nee. Da lang. Ach klar, das war die Stelle, wo wir sogar Bimos Hilfe brauchten. Und da vorne haben wir auch endlich unser Boot. So, da komme ich nicht runter. Wie komme ich hier runter? Ja. Gut. Ich bin mir nicht sicher. Moment. Es muss doch hier jetzt einen Weg runter geben. Ja.
Also da vorne war zumindest, hier hoch kamen wir wohl mit Jake und dann, nee, mit Bimo kamen wir hier hoch. Ich muss jetzt diesmal wieder mit ihm hier irgendwo durch. War hier nicht irgendwo... Aha. Man springe hier einfach runter. Scheinbar. Irgendwo. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das... ja. Ob das ernst gemeint war? Doch, das war ernst gemeint. Das musste so sein. Sehr witzig. So, ja. Ist uns klar, dass du jetzt hier wieder antanzt und rummucken musst. Aber du bist nur alleine. Und das ist ausgezeichnet. Bam! So, jetzt gibt es nämlich richtig Ärger. Bimo lädt uns nämlich immer richtig hart auf. Und Finn drückt dir jetzt die ganze Zeit richtig mies die Eisklinge ins Gesicht. Au. Wenn er nicht selber die ganze Zeit eine ins Gesicht bekommen würde. Oh, na egal. So. Das ging wirklich super schnell. Wie viel Geld man auch dafür noch bekommt. Super, einen Shop haben wir da drüben auch gleich. Das ist perfekt. Oh. Hallo Pinguin. Dann nehme ich dich mal mit. Aber ich glaube, unser Boot ist eh schon zu voll. Den können wir gar nicht mehr mitnehmen. Oh. Aber wir haben schon zwei Pinguine. Ich glaube, der eine hier ist zu viel. Ja, das sage ich ja. Ey, ich wollte hier eigentlich nochmal runter, um hier gegebenenfalls nochmal bei dem coolen Dude was zu kaufen. Und zwar am besten alles. So, perfekt. Jetzt bin ich zufrieden. Kann ich eigentlich hier irgendwas auch verkaufen oder kann ich nur kaufen? Welcome, the pleasure's all mine. You're carrying Dosh, so that's a good sign. Goodbye for now. Arrivederci. Ciao. Ich dachte, dass ich hier noch irgendwas mehr machen kann. Weil verkaufen wäre eigentlich gar nicht mal verkehrt. So, ohne Bimo hätten wir nämlich auch nicht davonfahren können, weil Bimo muss uns nämlich den Weg zeigen, wo wir langfahren müssen. Ach, da sind wieder die Piraten. So, dann greifen wir sie doch mal eben kurz an. Ich glaube, so doll sind die nämlich gar nicht. Ja, sag ich ja. 3, 4. Dann greife ich die beiden jetzt gleichzeitig an. Ui. Hört ihr mal auf, Bimo anzugreifen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. So. Erstmal auf den Dude. Bimo kann sich jetzt einmal kurz selbst heilen, würde ich sagen. Und damit er zumindest mal ein bisschen Lebenspunkte bekommt. Und... Nee. Wie gesagt, Spezialangriff laden. Weil so kriegen wir hier auch... den Twister zusammen. Cool.
Gehen wir mal auf den da. Na, ich habe mit massiverem Schaden gerechnet. Na gut, wie dem auch sei. Hauptsache einer ist schon mal weg. Ach toll, die können sich auch noch heilen, die Säcke. Okay, dann müssen wir erstmal auf diese kleine... Auf diesen kleinen Typ gehen. Blödsinn eigentlich. Weil... Ich glaube, der hier ist der Übeltäter. Genau, weil der heilt nämlich der Sack. Dann müssen wir jetzt erstmal den ein bisschen schrubben. Okay, das ist nicht gut, dass er ausflippt. So, hauen wir hier nochmal. Büschel. Schüssel. Der heilt, der andere bast. Da muss man ein bisschen aufpassen. Nicht, dass er auf die Idee kommt, seine Freunde wieder zu beleben. Ja, komm, Dino, hau mal drauf da. Auch wenn das nicht so effektiv für dich mit dir ist. Aber okay, der Kampf ist für uns ausgegangen, zum Glück. Ich hab schon ein bisschen Sorge. Naja, so einfach fand ich das gerade gar nicht. Tatsächlich. Aber okay, meinetwegen. Moment, kamen wir gerade von hier? Ach toll, von hier kamen wir doch gerade. Ring, wir sind da. Nee, wir sind hier unten. Und wir müssen jetzt hier hoch. Ist doch wohl mega easy. So, erstmal Bimo. Ach, das ist ja doch gleich um die Ecke hier. Ich dachte schon, dass wir hier erstmal ewig... Moment. Welcome, guys. I'm always selling, but where I get my goods, I'm not telling. Erstmal schön wieder zurückgefahren. Ganz toll. So, alle sind geheilt. Dann jetzt erstmal wieder an Bord. Und jetzt versuchen wir es nochmal auf ein neues. Diesmal kriegen wir es hin, zur richtigen Insel zu schippern. Na, geht doch. Da vorne ist die Insel, die wir brauchen. Moment. Ist auch wieder eine andere. Da drüben müssen wir hin. Wir müssen ja hier links, rechts von uns irgendwie anlegen.
Na, seht ihr mal, das Feuerkönigreich. Na, das sieht doch schon mal nicht verkehrt aus. Das ist doch der Weg, den wir sicherlich befahren müssten. Oh. Hol dir mal die anderen auch noch. So. Jetzt aber. Da ist der ist die Anlegestelle. Auf der anderen Seite, glaube ich. Explodieren die? Passiert aber gar nichts. Ich bin hier völlig falsch, aber egal, ich versuch's einfach. Na gut, ich gehe da dann. That's my way, aha, aha. I'm driving the wrong way. All the time. But that's not a problem. That for my English is very good. So. Jetzt sieht es doch mal endlich nach dem richtigen Weg aus. Und der richtigen Stelle zum Ablegen, Anlegen und Spaß haben. Wunderbar. So, da vorne sind wieder so ein paar Feuerdudes. Aber das macht nichts. Wir sind gut gerüstet, auch wenn die ziemlich dicke sind. Oh, wait a moment. Ich habe das Gefühl nicht los, dass die doch gar nicht so dicke mit uns sind. Okay, das machen wir mal lieber in der nächsten Folge. An dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Adventure Time mit Duft der Typ.